In diesem Video zeigen wir euch das Südkap von Norwegen. Ein ganz besonderes Land, das wir gefunden haben. Begegnungen auf engen Straßen. Stavanger mit seinen Kreuzfahrtschiffen und Übernachtungsmöglichkeiten. Unser erstes Ausflugsziel in Norwegen war das Südkap. Wunderschöne Straßen führen dahin und wenn man mal eine Abbiegung falsch nimmt, führt es auch schnell durch enge Gassen in kleinen Ortschaften. Am Südkap ist ein großer Parkplatz, an dem auch eine Übernachtungsoption besteht. Und es ist verdammt windig hier. Aber nicht kalt. Nein, ich bin nicht. Nein, ich bin hier kurz zu heimlich da. Ja. Nicht kalt. Wir hoffen, dass Sie uns überhaupt verstehen, ansonsten müssen wir das nachsynchronisieren. Ja, es ist ein sehr großer Wind und. Ganz überraschend ist es windig am Kap. Also das erste Leuchtfeuer war hier schon 1655. Und es war dieser Leuchtturm hier? Nein, ich glaube nicht dieser, da steht 1915 dran, aber mindestens ein Vorgänger. Also zumindest auf jeden stand Fall, der gleiche da. Jawohl, und das hier ist alles die Nordsee. Ja. Und da üben, da ist Dänemark. Da sind wir hergekommen. Wo da? So, den ganzen Berg habe ich mich raufgequält. Was werde ich alles versäumen ohne Ursi? Ja, eben, genau. Und wir haben ja Zeit. Wir konnten uns also Zeit lassen. Natürlich. Und wisst ihr was? Von hier aus bis zum Nordkap sind es 2500 noch pass Kilometer. Und das wollen wir ja jetzt alles fahren. Und wahrscheinlich werden es sogar noch mehr Kilometer, weil wir fahren ja auch noch die Lofoten und nicht direkt da hoch. Also es wird ganz ich hoffe, ihr habt so viel Geduld wie ich. Es wird spannend. Wieso Geduld wie du? Bestimmt, aber ich muss das ja alles fahren. Du freust dich ja drauf. Ach so. So, jetzt genießen wir noch ein bisschen den Ausblick hier. Ja. Eintritt kostet übrigens für Erwachsene kostet 20. Nee. 10 Euro. Und für Rentner wie wir? 5. Fünf und für Studenten auch 5. Also geht entweder rechtzeitig her, dann spart ihr euch Geld als Student oder dann, wenn ihr schon in Rente seid, dann ist es billiger. Ja, und sonst, was soll's? Genau, man lebt nur einmal. Natürlich gehen wir da jetzt mal rein. Dass immer alles so steil sein muss. Oh, ja, ja, ja. Okay, da gehen wir jetzt mal hoch. Mal schauen, ob ich die ganze Zeit die Kamera anhaben kann. Im Moment geht es noch ganz gut. Wow, da zieht's. Und wie? Da weht's mir ja fast weg. Oh, wo sind wir denn jetzt? Geht's da noch weiter? Oder? Nein, wir gehen jetzt hier irgendwo. Irgendwie. Mal schauen. Ach ja. Wow, ist das schwer. Hoppla! Ja klar, dieser Blick, das ist natürlich schon enorm. Das hat sich gelohnt.
gar nicht so einfach, aber so, jetzt schauen wir mal, wo der Helle steckt. Müssen wir mal gucken. Also ich bin jetzt eine Runde gelaufen und hier unten ist er. Helle! Ja, endlich. Moment. Ich hab schon gedacht, wie lange du da brauchst, bis du da oben bist. Dahinter ist der Parkplatz. Und wenn ihr jetzt ganz genau schaut, dann könnt ihr unseren Gustl erkennen. Das sind jetzt gerade noch zwei Personen. Mit Kind, ja, aber die gehen schön brav auf die Seite. Und jetzt habt ihr einen vollen Blick auf unseren Gustl. Schön steht er. Okay, weiter hoch geht's nicht. Und jetzt schauen wir mal, dass wir da wieder runterkommen. Es ist nämlich hier verdammt steil. Und dazu mache ich jetzt lieber mal die Kamera aus, dass es mich auch da noch runtersegelt. Wir treffen uns unten wieder. So, die letzte Stufe noch. Muss man natürlich immer ganz schön aufpassen. So. Ja. So, und dass es verdammt windig ist, habe ich ja schon gesagt. Aber ein bisschen will ich die Drohne trotzdem hochlassen. Aber nicht die Mini, sondern die ganz normale Mavic. Denn die Mini, da hätte ich wirklich Bedenken, dass es mir die wegtreibt. Nach dem Besuch des Südkaps ging es gleich unmittelbar weiter Richtung Stavanger. Wir wollten heute einfach noch ein paar Kilometer machen. In Norwegen trifft man immer wieder auf Stellen, an denen man das Wohnmobil kostenlos ver- und entsorgen kann. So eine Stelle trafen wir hier auch und die nutzten wir gleich zur Entsorgung. Wir fuhren noch einige Kilometer auf Nebenstrecken, weil wir einfach die Landschaft genießen wollten und kamen dabei in eine gebirgsähnliche Landschaft, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Da mittlerweile der späte Nachmittag angebrochen ist, suchten wir nach einem Schlafplatz. Wir wurden fündig am Ortsende einer Ortschaft über Park for Night.
Das war jetzt eine abenteuerliche Fahrt, was ich, oder? Ja, also vom Südkap, also von Lindesnes, fahre ich mir jetzt Richtung Stavanger unterwegs. Aber wie ihr uns ja kennt, wir fahren ja nicht die E-Straße, sondern natürlich fahren wir eine Nebenstraße. Direkt an der Küste entlang und es geht bergauf, bergab und man fährt durch Felsformationen. Also die hätten wir hier alles nur nicht erwartet. Nein, also ich habe manchmal gedacht, ich bin hier im Hochgebirge, dann waren es gerade mal 200, 300 Meter. Ja. Also das war jetzt schon sehr interessant und ich glaube, für dich war es schon ein bisschen anstrengend, oder? Ja, man muss halt viel lenken und aufpassen, weil es geht dann nach kleiner Straßenkram runter. Aber es war natürlich hochinteressant. Ich hoffe, also die Dashcam ist ja mitgelaufen, dass wir euch ein paar Bilder davon zeigen können, dass das da auch rüberkommt. Ja, ja, genau. Es war auf jeden Fall sehr schön. Also wir sind ein Stück weit die E49 gefahren. Oder wir sind die 44 gefahren, Die E ist die 39. Ah, okay. Und das, die Nebenstraße ist die 44. Ja, okay, die 39 sind wir ein Stück gefahren. Ja, klar, musste man. Und dann sind wir auf die 44 ausgewichen. Jawohl. Und da gibt es viele Stellplätze. Jetzt, es gibt wirklich viele Stellplätze, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten sind gebührenpflichtig. Mhm. Wir lassen unser Geld lieber bei der Tankstelle. Jetzt haben wir hier ein schönes Plätzchen gefunden, da stehen wir ganz alleine da ist sonst niemand, aber das macht ja nichts. Nö, das stört uns ja, dem Gegenteil. Es ist sogar offiziell ausgewiesen als Wohnmobilstellplatz. Wir haben unterwegs Ver- und Entsorgen können an einem Platz, der nicht einmal als Wohnmobilstellplatz ausgewiesen war. Das war ein normaler Parkplatz. Ver- und Entsorgungsschild. Mhm. Und jetzt sind wir da, wir sind jetzt autark, also da können wir jetzt ohne Probleme ein, zwei Tage stehen, aber wir stehen wahrscheinlich bis morgen. Bis morgen irgendwann einmal, ja. Denn wir wollen ja noch ein Stück weiter. Und wir zeigen euch ein bisschen was von dem Stellplatz. Also zumindest die Landschaft rein. Ja, ich lasse die Drohne mal ein bisschen fliegen. Wenn er meint, kann er auch gerne. Ja, also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass diese Vielfalt in Südnorwegen anzutreffen ist. Nein, also wir sind ja jetzt gerade mal der erste Tag da. Ja. Also und da war schon sehr abwechslungsreich. Und es ist jetzt der erste vollständige Tag und ich habe immer noch kein Fischbrötchen gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es in Norwegen so Fischbrötchen gibt, wie du das gewohnt bist. Aber wir kaufen uns auf jeden Fall dann noch Fisch, das ist ja ganz klar. Spätestens in Bergen, da fahren wir nämlich mit dem Fahrrad rein, wenn es geht. Ja, werden wir mal sehen, was bis dahin ist. Oder mit Öffentlichen. Ja, das sehen wir, was bis dahin alles ist. So, jetzt Brot haben wir gekriegt, das war nicht ganz günstig. Also wer nach Schweden, nach Norwegen will, wir sollten den dicken Geldbeutel einpacken, ja. Ja, ich meine. Denn wir sind da mit unseren Preisen sehr verwöhnt. Ja, aber das weiß man, wenn man nach Norwegen geht. Und ich meine, bei uns ist das Brot in der Zwischenzeit auch nicht mehr viel billiger. Ja, aber es ist hier schon. Und wir haben das Brot ja beim Bäcker gekauft. Hier ist schon eine Hausnummer teurer, aber das nur am Rande erwähnt. So, und jetzt mache ich mich fertig und schaue, dass ich ein Video zustande bringe. Ja, Helle sollte noch zwei Videos von der Messe schneiden. Und dann kann er langsam den Urlaub hier auch genießen. Und dann werden nur noch Urlaubsvideos geschnitten. Aber erst machen wir uns jetzt was zu essen, weil ich habe jetzt schon langsam Appetit. Ich auch, auch wenn es keinen Fisch gibt. Nein, ich denke, heute gibt es nochmal Nudeln. Nudeln mit Soße, schnelle Küche. Mal schaut. Also, dann morgen sind wir weiter. Genau. In der Nacht gesellten sich noch zwei Bärchen zu uns dazu, im BKW bzw. im VW Bulli. Wir fuhren auf jeden Fall gleich weiter. Unser Ziel war Stavanger.
Die Routen abseits der Hauptstraße bzw. der E-Straßen sind wirklich wunderschön. An vielen Seen fährt man hier vorbei, direkt am Seeufer, und es sind sehr wenige Autos unterwegs. Bei diesen engen Straßen kommt es unweigerlich auch zu Begegnungen an Stellen, an denen man nicht vorbeipasst. 99% aller Fälle laufen freundlich und partnerschaftlich ab. Manchmal erwischt man einen Autofahrer, der etwas unsicher ist, wie in diesem Fall. Wir trafen aber auch auf einen, der es drauf anlegte und noch auf uns zufuhr, als wir schon standen und natürlich partout auch nicht ausweichen wollte. Und dann kam noch ein ganz besonderes Ereignis. Da mussten wir natürlich anhalten und sofort Bilder machen. Wir kamen dann gegen Abend in Stavanger an, suchten nach Optionen für einen Übernachtungsplatz, fanden auch einen über Park for Night. Allerdings war dieser Platz sehr schräg und noch neben einem Jugendclub gelegen. Das wollten wir uns dann doch nicht antun. Am Hafen bot sich dann die nächste Option an, aber zunächst sah alles ziemlich belegt aus. Wir hatten dennoch Glück, zwei Damen aus Erfurt hielten uns an und sagten, sie fahren gleich weg und wir können ihren Platz haben. So, noch nicht mal richtig aufgestanden und schon kommt ein Schiff da rein. Wow, nicht schlecht. Wir kommen. Wir sind startklar und fahren jetzt gleich in die Stadt und schauen uns die Stadt an. Mal sehen, ich habe eine Route rausgesucht, ob die durch die Stadt führt, ich weiß nicht. Aber wenn ja, dann fahren wir danach noch in die Stadt. Und zwei Kreuzfahrtschiffe sind auch schon da. Ja, das hat mich heute Morgen eins aufgeweckt. Ich habe hier übrigens geschlafen wie ein Murmeltier, war ganz überrascht. Also um 8 Uhr bin ich aufgewacht. Und das ist ja unsere übliche Zeit eigentlich, gell? Also wir stehen hier echt super. Direkt am Hafen. Und ob es Fisch gibt, das werden wir gleich sehen. So, schauen wir.
So, jetzt sind wir hier im weißen Viertel und da sind wir runter aufs Kreuzfahrtschiff. Die Häuser sind alle weiß. Was es bedeutet, wissen wir nicht, was, Jona? Das ist ein altes Viertel. Ein altes Viertel mit weißen Häusern. Ja. Auf jeden Fall ist es schön. Ja. Und übrigens, das wollen wir auch noch sagen, das haben wir gestern erfahren, Stavanger ist die teuerste Stadt Norwegens. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass Oslo teurer ist. Also in der Ursi, ihrer Vorstellungskraft, ist es nicht vorhanden. Aber ich sage das, was wir. Wir haben nämlich unseren Parkplatz durch Zufall bekommen. Was haben wir da bekommen? Durch Zufall, weil das war alles belegt und dann kamen zwei freundliche junge Damen aus Erfurt und haben uns gesagt, sie fahren gleich weg und wir können auf ihren Parkplatz stellen. Und die haben uns gesagt, dass Stavanger die teuerste Stadt Norwegens ist. Okay. Was sie mir über nichts glauben, ja? Nein, ich habe keine Preise verglichen und von daher mache ich auch keine Aussage. Okay. Auf also, jeden Fall, der Stellplatz kostet, glaube ich, 15 Euro. 15 Euro, aber alle Schilder sind abgedeckt und gibt auch keine Kassenautomat. Wir haben dann die zwei freundlichen Damen aus Erfurt gefragt, was wir machen sollen. Dann haben die gesagt, sie waren sich uneinig. Die eine wollte einfach stehen, die andere wollte zahlen. Da haben sie zwei Norweger gefragt, die dort gestanden haben. Und die haben gesagt, es wäre besser, man bezahlt, auch wenn es nicht eindeutig ist, weil sonst könnte es teuer werden. Mhm. Und so haben die zwei jungen Damen aus Erfurt bezahlt. Und haben wir gedacht, wenn die zahlen, dann zahlen wir auch. Ja, genau. Und dann haben wir uns die App runtergeladen, die Wie? Easy Park App. Mhm. Und haben das gleich mit unserer Kreditkarte verknüpft und jetzt haben wir da geparkt und haben bezahlt. Und jetzt müssen wir natürlich auch stehen bleiben, denn wenn bezahlt ist, dann nutzen wir das aus, gell, Ossi? Ja, 24 Stunden. Genau, und deswegen fahren wir auch eine Fahrradtour und ihr dürft dabei sein. Und braucht nichts bezahlen. Nein, wir machen ein paar Aufnahmen. Aber jetzt genug gelabert, jetzt schauen wir weiter. Genau. Also das ist ja irre, was da los ist. Du. Wenn ich da unseren bescheidenen Gustl dagegen anschaue, Ossi, ja? Oh, ich finde unseren Gustl bombastisch. Oder ist er viel zu klein? Überleg mal, wie viele Menschen da drauf sind. Wahnsinn. Und ja, nee, die könnte man nicht wir brauchen. Können anhalten, wo wir wollen. Die müssen anhalten, wo das Schiff anhält. Wo sie reingeschleppt werden. Ja, genau. Da sind wir schon besser dran. Wir brauchen nicht so viel Notboote. Nein, das brauchen wir nicht. Und wenn du jetzt schaust, wie viele Passagiere hier aussteigen, ich glaube, da haben wir es besser. Ah ja, wir bleiben beim Wohnmobil fahren. Ja, schau mal, wie viele Passagiere. Ja. Zeig's mal. Die essen mir jetzt alle meinen Fisch weg. Kann sein, ja. Schinken. So, hier gibt es jede Menge Busse für Stadtrundfahrten. Und so Stadtrundfahrten sind eigentlich nicht uninteressant, gell, Ossi? Ja, aber jetzt sieht es ja voll aus. Ja. Auf jeden Fall ist heute hier einiges los. Das denn ja auch, dann sind wir auch noch da. Ja, und es wird so warm. Ich glaube, ich ziehe jetzt mal Jacke aus. Es wird echt warm. Richtig schön, ja. Ja. Jetzt schauen wir doch mal, was da los ist in der Stadt, gell, ja. Ossi? Ja. Wir sind halt ja. Ein Haufen Touristen da. Wir haben doch so ein verschlafenes Fischerstädtchen. Das war's mal. Aber jetzt ist es ja auch eine Metropole. Eine Ölmetropole. Genau. Und natürlich, wenn hier Kreuzfahrtschiffe anlegen, dann ist natürlich immer was los. Und wenn wir das sind? Sieht so aus. So, da kommt gerade ein Katamaran zurück. Der ist wohl in den Fjorden unterwegs gewesen. Und da sehen wir nochmal die Pro Cruises, die Iona. Und ganz hinten steht unser Gustl. Da links ist die AIDA.
Schreck beim Einkauf. Wisst ihr was? Und wir haben das zweite Mal Glück jetzt auf dieser Reise. Schreck beim Einkauf. Wo ist der Gustl-Schlüssel? Ich habe ihn nicht. Oh, sie hat ihn nicht. Ich habe ihn ja nie. Wir haben ihn gar nicht abgesperrt. Oh je, der stand jetzt hier die ganze Zeit. Wie viele Stunden waren wir unterwegs? 3-4 Stunden. Offen. Nichts passiert. Wir haben schon reingeschaut. Kein Einbrecher da. Ihr Norweger, ihr seid ein anständiges Volk. Ja. Und Fisch haben wir auch. Aber nichts Frisches. Nein. Frisch eingefroren. Kabeljau. Und? Lachs. Lachs kommt gleich in die Gefriertruhe und wird dann heute noch oder morgen verarbeitet. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall müssen wir uns von dem Schreck jetzt erholen. Genau. Ja, Bier gibt es trotzdem ganz. Nein, jetzt noch nicht. Daheim in Deutschland wird es jetzt ein Bier geben, aber hier muss man vorsichtig damit umgehen. Gott sei Dank. Bier ist kostbar hier. So, also weiter geht die Reise. Ja. Wir machen uns gleich weiter auf den Weg Richtung Bergen. Die Straße führt über einige Fjorde, die man mittels Fähren oder auch Brücken bewältigt. Einen kleinen Abzweig machten wir zur Ortschaft Haugesund, die für ihren Fischreichtum bekannt ist. Wir fanden dann auf der anderen Seite des Fjords bei Haugesund einen schönen Stellplatz für die Nacht. Schön, dass ihr uns auch auf diesen Teil der Reise wieder begleitet habt. Es geht jetzt dann am nächsten Morgen direkt weiter nach Bergen. Und was wir in Bergen erlebt haben, das zeigen wir euch im nächsten Video.